So, und damit herzlich willkommen zur ersten Map im Spiel um Platz 3 zwischen Ubinited und den Mädels von Mistral Gaming. Und wir sehen De Inferno und Gina ist nach wie vor an meiner Seite. Hi! Hi, na? Hi, na? Von Hause. Von Hause. So, sofort Mitte hochgefahren von Mistral. Das sieht jetzt schon koordinierter aus als eben gegen Druids. Boah, drei Frags schon. Auf Seiten von Mystery Gaming. Bombe kann gelegt werden. Das ist eigentlich schon nicht mehr zu holen für Ellie und für Jesso. JSO. Wie auch immer. Aber wenn nicht zu laut schreien. Ellie. Perfekt. Schöne Pistole. Einfach Mitte hochgegast. Ja, wen siehst du denn als Favoriten hier in dem Spiel um Platz 3? Ich hab keine Ahnung. Gut. Ich hab ehrlich das keine war Ahnung. Gina. Dankeschön. Das wird ein starkes Spiel, hoffe ich. Obwohl Mystery hat ja gerade nicht so starke Leistung auf Inferno gezeigt. Mal schauen. Also ich glaube aber schon, dass das Ubinited trotzdem noch leicht im Vorteil ist. Aber ja, ich denke, sie wollen jetzt auch den Platz 3, ne? Ja, sollte man. Das wäre sonst echt also, eine schwache Leistung eigentlich. Ja, letztes Mal Erste und dann, also ich denke schon, dass sie jetzt reinhauen werden. Also wir sehen drei Nova bei ihnen. Das ist auch außergewöhnlich. Also eine vielleicht höchstens zwei, aber drei Stück direkt. Okay, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Ja. Auch bei Mystery Gaming eine Nova am Mann. Hier wieder sehr verhalten. Wieder zu viert über Mitte. Aber diesmal zumindest ein bisschen höher die Banane eingenommen von Cerise. Das haben sie ja eben nicht einmal gemacht. Oh, so, jetzt hat sie ihn. Mit dem Nova. Schau. Mitte der Tower. Von der CT. Tower. Oh. Ja, einfach überfahren. Mal den Tower zum Fall gebracht. Und jetzt ist es noch. Wo ist sie? Warte. Ein kurz. Einen. Das soll es auch gewesen sein. Zweite Runde für Mistral. Cerise hat gut Geld mit 8-1 jetzt. Haben Ass weg, die CTs? Ich hoffe vor allem, dass die Mädels, nicht die Jungs. Ich habe immer dieses Jungs auf der Zunge liegen von Mystery Gaming, das nicht ganz so, ja, so runterspielen wie eben gegen Druids. Also, ja. Muss auf jeden Fall mehr kommen. Viel, viel mehr. Harvey im Kinderzimmer, im Schlafzimmer. Cerise hat schon weit vorgepusht, Banane. Hast du einen Sakura? Könnte eigentlich ansagen, dass es wahrscheinlich ein Aztec sein wird. Jetzt sollte da eigentlich die Ansage kommen. Das wird keinen großen Unterschied machen. Das ist noch Harvey. Beim Haus geht auch down. Fünfer Runde keine Waffe abgegeben. Schön die Ekos runtergespielt. Da von Ubinited. Und jetzt die erste Buy-Round. Von Mistral, Entschuldigung. Jetzt die erste Buy-Round von Ubinited. So rum wollte ich sagen. Auf geht's. Mal schauen, ob Mistral wieder den Aufbau macht wie vorhin. Wieder so lahm spielt. Das was gegen Ubinited bringt. Sie müssen halt zumindest einen Raum einnehmen. Entweder das ja, Haus oder die Banane. Bauen wir auf, genauso wie vorhin. Banane. Cerise in der Mitte. War sehr, sehr hoch gesmoked. Und nehmen auch wieder nicht das Haus ein. Also es ist genau das gleiche wie eben. Ja. Ja, und die CTs müssen das eigentlich dann nur sicher runterspielen, immer wieder nachsmoken. Die Ts damit unter Druck setzen, weil die werden anscheinend nicht durch die Smokes fahren. Vielleicht jetzt nochmal bei 50 Sekunden die Mitte smoken oder bei 45. Wenn da noch jemand ist mit Smoke. Nee, auf A. Ist Chaos nicht eingenommen, wird Banane nicht eingenommen. Versuchen sie irgendwie Mitte was zu machen. Ja, das könnte in dem Fall sogar klappen, oder? Ja, Mitte ist nämlich nach wie vor nicht abgesmoked. Das würde jetzt schon wieder viel, viel Zeit rausholen für die CTs. Ja. Es geht wieder Richtung B mit der Bombe. Ja, das wird wieder wahrscheinlich nicht aufgehen, oder? Ne, es ist auch da keine Smoke mehr. Ellie da noch mit einer Flash.
Und auch Potter verschiebt schon. Potter schiebt wieder, ja. Potter darf jetzt eigentlich nur gegenflashen. Damit Ellie die. Macht sie macht. Auch, ja. Ja, und wieder, schau mal, wieder nur 18 Sekunden auf der Uhr. Ja. Und sie braucht sich eigentlich jetzt nur auf den Planter zu konzentrieren. Ja, Bombe down. So, wenn sie jetzt noch Potter noch irgendwie dazu kriegt. Ja, ein bisschen unlucky. Eins. Aber. Hier gegen drei. Bombe liegt. Ja, wenig Equipment bei den T's. Ich werfe jetzt mal eine Flash machen. Deine mit dem Frag. Klar, steht da gut. Oh. Und schießt sie nicht. Schöner Boost. Überhaupt nicht gesehen. Und Harvey geht auch down. Ja, war halt sehr, sehr spät das Backup auf B. Ich weiß gar nicht, wer es war, was ich eben gesagt hatte. Ich glaube, Potter war das, die Backup-Spielerin auf B gemacht hat. Sie hätte ruhig beim Flashen schon mal vorgehen können. Dann wäre sie nämlich sehr früh am B da gewesen und hätte vielleicht dann auch nochmal Druck ausüben können. So war sie noch sehr, sehr weit hinten. Oh, wird da echt viel Zeit gelassen. So, in der Mitte wieder Tower. Ihr begleitet die Doppeldeckung, ja. Ja, das ist, wunderschön zu kommentieren, so ein Aufbau immer. Ja, natürlich. Er geht aber Richtung B. Immerhin. 50 Sekunden. Das ist ja schon fast ein Rush für sie. Ja, genau. Ellie da. Oh, jetzt komm. Spot. Jetzt gibt's richtig Probleme. Vielleicht sitzt auch nicht. Kann aus dem Spiel nehmen. Jesso aber noch. Trotzdem beide Frags. An B, Bombe kann gelegt werden. 30 Sekunden auf der Uhr. Schauen, ob sie noch. Ja, sie versuchen. Mistral tut ihnen dann nicht den Gefallen, dass sie irgendwie facen. Och, was? Oh. Das ist natürlich bitter. Oh, 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 oh. Ich wollte gerade sagen, wären erstmal die Krallen ausgefahren, aber. Harvey kann nur die AK saven. Immerhin das. 5 zu 0. Ja. Also hier scheint der langsame Aufbau gerade ganz gut zu klappen. Trotzdem ist es halt immer mit unglaublich viel Risiko verbunden, das Ganze. Ja, und die Frage ist, ob United wird wahrscheinlich auch eher mit den Ambitionen hier hingefahren sein, auf den Titel. Und dann findest du dich halt im Spiel auf Platz 3 wieder, hast dich überzeugt. Nicht gut gespielt. Ob du da die Motivation hochhalten kannst, weiß ich nicht. Das ist halt immer so eine Frage. Potter verschießt jetzt auch zweimal mit der AWP. Boah. Schöner Hit gegen Miss Harvey da in der Banane. Die hat noch 15 AP. Ja. Zählt Minischlitz in der Mitte. Das ist gegen Dice. Wir gehen Mitte hoch. Wieder auf Sekunden. Oh, Dice stirbt. Und Ellie ist auch noch da. Stirbt auch. Eieieiei. Das ist echt nicht gut, was United hier im Moment macht. Das sieht. Das meine ich zumindest von außen sehen zu können. Bisschen so aus, als. Ich will jetzt nicht sagen lustlos, aber als wäre man da nicht mehr zufrieden mit der Platzierung. Man ist so ein bisschen tilt, man so schön sagt. Also da geht auch gerade kein Schuss rein oder sonst was. Und jede Runde, die sie natürlich jetzt hier verlieren, trägt eher dazu bei, dass sie noch schlechtere Laune kriegen.
faced dann immer zu viel. Dann wartet sie und... Aber dann muss sie auch nicht facen. Ich weiß nicht, warum sie es tut. Sie macht den Frag, wenn sie da weggeht, ist alles gut. Sie hat ja sogar noch verschossen, das ist ja viel schlimmer an der Sache. Und face dann nochmal. 6 zu 0 für Mistral. Das sieht doch schon grundsätzlich aus. Hast du eigentlich mittlerweile mit den Hühnern unterhalten? Nee, hatte noch keine Zeit. Muss ich noch machen, Mike. Einmal mit Fokus, jetzt ja mit der Push. United. Boah. Oh, Miss Harvey. Boah. Oh Gott. War wieder eine Byron und. Die Idee war ja ganz okay soweit, aber. Ja, sie treffen gerade einfach nicht. Immerhin versuchen sie sich mal ein bisschen auf das Spiel einzustellen von Mr. Gaming, dass sie da ein bisschen aggressiver vorgehen. Ihn nicht. Sie nicht in Ruhe aufbauen lassen, sozusagen. Aber das ist gerade tüchtig in die Hose gegangen. Ja. Wir haben mit Cerise. Jetzt schieben sie alle Richtung Banane. Wird wieder auf B drauf gehen und Ellie steht da alleine. Ellie. Oh, Ellie. Ah. Zwei schöne Frags. Drei gegen zwei Situationen und wenn. Hast du ja jetzt irgendwie genau das machen kann. Das, ich weiß noch nicht, wie sie da reinfährt, Nasty. 2-2. Ja, das dürfen sie jetzt nicht verdaddeln. Vielleicht ist es nicht gekommen. Oh. Emily geht down. Und? Ja, schafft sie. Ja. Sehr schön. Erste Runde. Erste Runde. Aber trotzdem unnötig, wie Mystery das hier ja, verdattelt hat. Die zwei Frags von Ellie. Ja, Ellie war es, genau. Ellie, ja. Auf dem Spot, das passiert halt, aber dann auch noch Ruine so vorpushen mit dem Knife in der Hand. Naja. Diese 3 gegen 2 Situation gehabt, alles ruhig ausspielen können. Muss da echt nicht die Ruine einnehmen. Der Situation. Ding. Ja, wie dasselbe auf der T-Seite, wenn es aufgeht. Warum nicht? Also der Aufbau ist ja wirklich anstrengend, bei aller Liebe. Also. Oh. Ja, aber United spielt jetzt ziemlich defensiv. Also im Prinzip können wir jede Runde die ersten anderthalb Minuten erstmal einfach so schnacken, wenn du möchtest. Ja, genau. Passiert eh nicht. Ja, wie geht's dir denn so heute? Ja, ganz okay. Und dir? Ja, geht, ne? Ist alles okay. Gehst du heute noch weg und so? Oh, nee, warte. Weiß ich noch nicht. Warum? Nee, wird jetzt spannend. Okay, okay. Argo jetzt. Es wird ein B-Split. Mister. B-Split. Okay, so wird aufgenommen. Schön. Wichtiger Frag gegen. Und Ellie. So. Ellie und Sakura. Und Ellie? Was nimmt sie denn das? Besser? Boah, aim der Giganten gerade. Ja, und da auch noch mit dem Frag. Jetzt ist es nur noch Emmy gegen ihr. Macht keinen mehr. Ja, gut gemacht von Ellie. Gut dagegen gepusht. Richtige Entscheidung. Zweite Runde. Vielleicht kommen sie jetzt wieder rein, ne? Aber das war echt gerade komisch von Ellie. Sie zieht mittendrin das Messer. Ja, obwohl gut, sie noch Schutz hat. Die 2 und die 3 liegen ja sehr nah beieinander. Vielleicht wollte sie auch zur Pistole und. Ne? Ja, obwohl sie noch Schutz in der Waffe hat, deswegen. Ja. Weil sie hat nach den ersten direkt das Messer gezogen, nachdem sie die erste killte. Ah ja. Ist wahrscheinlich von einem 4-1er-Split ausgegangen und wird dann schnell ans Auto. Ich kann es dir auch nicht erklären. Okay. Wir können sie nachher mal anrufen, wenn du möchtest. Okay. Hey Mike. Standardaufbau. Achso, ja, und dir? Ja. Was machst du heute so? Ich werde wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Ich werde mich wahrscheinlich gleich doch mal ein Stündchen hinlegen. Ich bin doch etwas müde. Und werde dann wahrscheinlich so nochmal so was streamen. Und du? So? Ja, ich überleg's noch, was ich machen werde. Auf jeden Fall nicht vom PC heute. Nicht? Nee. Wie kommt's?
Keine Ahnung, ich habe Lust ins Kino oder so. Oh ja, Es Kino geht ist eine wieder Idee. Richtung B. Tor oder so. Nee, wir spielen ja kein Fußball. Okay. Ja, das soll ganz gut sein. Banane wird hochgefahren. Eddie wieder alleine auf B. Muss sich jetzt in eine Ruine zurückziehen. Ja, die kann da auch überhaupt nichts anrichten gerade. Macht das auch gut. Geht da nicht zu sehr auf Contact. Wenn sie ein gutes Timing hat, kann sie ja vielleicht einen Frag, vielleicht auch zwei Frags landen. Das war es aber schon wieder, aber jetzt abgesmoked. 5 gegen 5 Situation bei gelegter Bombe auch sehr, sehr selten. Naja, Lina ist noch das richtig, wartet erstmal. Boah. Okay, war auch nicht. Schöner Shot da wie von so Celis. stirbt. Nee, gute Position. Ah, warte. Oh! Oh. Was war das Kamen. denn? Alter Vater! Ja, die haben gescheppert. Und geklatscht und wirklich kein Beifall. Ah, 7 Runden als T. Nicht schlecht. Ja, es ist schon mal eine ganze Menge mehr, als sie eben geholt haben. Ja, aber ich habe gehört, Tor soll gut sein. Sehr zu empfehlen und so. Gina, Fokus bitte. Okay. Hallo? Hi, ich sagte, Tor soll gut sein, habe ich gehört. Ja, ich habe den ersten schon gesehen. Ich wollte schon unbedingt den zweiten sehen. Ja. Tor! Nee. Nee? Nee. Crack. Ja, eher. Okay. So, Haus jetzt eingenommen von Mystery Gaming, oder auch nicht. Geht Richtung B wieder. Und Jason. Jason. Jason, Freddy und Jason. Jason ist wieder da geblieben. Diesmal da geblieben. Gegenflash, schön. Ellie. Einen Frag und Jason macht gar Ah. keinen. Nicht Was ist da stark. los? Ja, und jetzt müssten sie eigentlich schon wieder die Waffen safen. Und das ist die 8. Runde für Mystery Gaming. Also das ist wirklich nicht gut, was sie gerade machen. Ja, und vor allem Misty ist noch drüben. Ja, ne? So ist das. Und nicht anders. Genau. Ja, ich weiß nicht, was sie machen können. Also sie könnten halt vielleicht, sollten sie wirklich mal die Banane offensiv einnehmen bei United. Weil im Moment immer Mitte angegangen wird und dann Banane angespielt wird. Wenn sie jetzt von Anfang an Banane Kontrolle haben und vielleicht so einen Pick machen können durch ein bisschen Glück, weiß ich. Aber das wäre jetzt die Option, die sie auf jeden Fall spielen müssten und könnten. Banane einmal zu zweit offensiv einnehmen, eine Person abstellen, die noch nachsmoken kann. Schauen, ob sie mich da gleich hören. Natürlich, jetzt macht das wenig Sinn, aber der nächste Buyround. Auch wieder so eine Sache. Sie stellen jetzt beide Waffen auf B. Wieder ein Aufbau, aber diesmal ist. Ne. Nichts anderes. Ja. Ja. Das ist langsam die Mitte ein. Oh. Rettet von Alice. Also sie achten halt aber auch gerade auf jede Ecke. Mist schon, jetzt müssen sie halt beide Waffen wieder sparen. Ja. Zweite Runde schon.
Und Mike, erzähl doch mal was, bitte. Hallo? Noch Einer? da? Ist am Tisch gefallen? Ja, so, tuck. Nein, natürlich nicht, aber was möchtest du denn wissen? Nichts. Ich habe eben noch meine Carbonara von gestern gegessen. So geschmeckt? War super. Wenn ich die selbst koche, ist die super, ja. Oh. Kann ja nicht viel, aber kochen. Und FIFA. Aber Ach so. sonst, ja. Steht auch so in meinem Lebenslauf drin. Genau. 9 zu 2 für Mystery Gaming. Also wir hatten gerade eben schon mal so ein ähnliches Spiel, genau vor einer Dreiviertelstunde oder so zwischen Eternity und Complexity, das 16-1 ausgegangen ist. Das war ähnlich zu Carsten. Aber jetzt machen sie es Oh, sie wenigstens. machen ein Nee, machen sie nicht. Baby. Sie machen ein Baby. Was ist denn da los? Ja, das ist vielleicht auch eine Taktik, ne? Den Gegner Aber einschläfern. Das ist doch. vielleicht wirklich so nach dem Motto, die sind jetzt eingeschlafen, jetzt ziehen wir nochmal knallhart durch. Hey, Wird aber gelegt. Evenette steht schon da. Banane wird auch gepusht. Ah, Nessie pusht die Smoke. Oh, Nessie macht die Oh. zweite. Und die HE sitzt auch noch. Ah, halbwegs. CSGO halt. Sorry. Beide low. Nessie will aber jetzt viel zu viel. Nessie will zu viel. Ja. Dann dieser Frack-Rausch oder so. Oh, sie muss. Stark, kommst du Schön durch. aus. Ja, es war ein Rush. Ich bin fast eingefallen, hätte ich gar nicht gemerkt. Hi. Nein, aber da war es ähnlich. Da war es auch ein 16 zu 1. Aber allerdings hat Complexity das schnell beendet. So, jetzt wieder einschläfern Okay. erstmal, zwei Ja, Runden. genau. Dann steht er, dann sind wir nämlich in der. Ja, obwohl, zwei Runden wäre halt nicht so sinnvoll. Doch, diese Runde und nächste Runde. Und danach wieder Vollgas in der letzten Runde. So, aber Oh. jetzt machen Sie es wenigstens mal. Jetzt sehen Sie die Banane mal ein, dass Sie wenigstens irgendeinen Raum haben, den Sie irgendwo Informationen sammeln. Weil die ganze Zeit nur defensiv am Spot stehen, bringt dir halt auch nichts. Jetzt ziehen sich wieder zurück, haben einen Track gemacht. Mal schauen, was bist du Ja, jetzt aber so ist macht? es ja auch in Ordnung. So haben Sie eine Ja, Jason Information. schiebt direkt auf A. Ellie wieder allein auf B. Und wenn sich jetzt Mystery wieder entscheidet, auf B zu gehen. Ja, wir haben ja noch 30 Sekunden. Hetz mal nicht. Aber es sieht sogar so aus, dass sie wieder auf B gehen. Ja, die Lässt sie wieder da Entscheidung am ist auf jeden Fall Faken. gut. B drauf, B fährt Ellie. Ries. Ries eigentlich schon Ave gespielt in dem Spiel? Wer? Ries. Ave gespielt? Nee. Wie auch bei dem Aufbau. Da braucht man ja Ah, keinen letztes frühen Game hat Pick das zu gemacht. setzen, bitte. So, jetzt mit doppelt im Dark könnte natürlich Wunder wirken. Kommt nicht, dass Cubanite damit rechnet. Aber Amy Oh sollte damit Gott, jetzt nicht zu Mr. krass. Die 2, Oh, 3. schön. Oh nein, jetzt muss sie nachladen, Hat er? Emmy. Oh. Aber schön noch da weiter zusammengespielt. Oh, das Schafft ist sie nicht. Boah, schade. krass von Emmy. Und das war Genickbruch für das Match. Garantiert. 4 gegen. Ah, zwei Situationen eigentlich. Und dann holt Emmy halt 3 Frags. Krass gespielt von ihr. Super gespielt. Und damit die 11. Runde. 11 zu 2. Für Mystery Gaming. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ja jetzt noch irgendwas machen dagegen. Die United 11 T-Runden ist halt schon eine gute Hausnummer. Man merkt auch, dass echt gerade die Luft raus ist bei ihnen so ein bisschen.
Oh. Und Ceres trifft es. Oh. Okay. Ich habe mal die Mitte auseinandergenommen. Ich hab das halt immer wieder. HW im Haus, ist jetzt aber auch bekannt. Und wird weggesprengt. Der dritte für Serie. Ja, und die beiden müssen jetzt wieder safen gehen. Was natürlich extrem bitter ist, wenn man gerade 2-11 hinten liegt. So eine Entscheidung dann safen zu gehen, ist halt immer sehr, sehr schwer. Ja, das ist halt gerade echt ein Zerschießen. Also anders kann man das gar nicht sagen. Es sind halt auch bis auf die Runde jetzt davor halt auch nicht wirklich knappe Runden oder sowas. 12 zu 2 in der ersten Halbzeit auf Inferno und das auch noch auf der T-Seite. Und das gegen ein Team wie United, die hier als einer der Favoriten ins Turnier gestartet sind. Jetzt im Spiel um Platz 3 stehen. Und jetzt kommt der B-Rush. Das ist genau wie ich gesagt habe. Zwei Runden einschläfern und dann kommt wieder der Rush. Als hätte ich die Taktiken für sie gemacht. Oh, Adi. Emmy! Sie nimmt auch immer nur eine Per. Aber Taktik. Man muss aber auch mal sagen, dass Ellie das auf B nicht gut spielt. Sie steht immer an der gleichen Position eigentlich. Ja. Jede Runde. Ah, okay, so genau. Genau so. Decken immer gleich. Und sie macht auch immer nur einen Frag, also. Ries, ja, fast sicher okay. Geaimt. Jetzt ja, aber wohl auch nichts mehr reicht. Die ist total blind, die. Und das ist die 13. Runde für Mystery Gaming. Das kann ich nicht mehr holen. 13 zu 2. Erste Halbzeit auf DE Inferno. Für Mistral Gaming. Also es ist wirklich stark. Kann man nichts anders sagen. Da fragt man sich halt, sie machen den gleichen Aufbau und eben gegen Druids hatten sie überhaupt keine Schnitte mit dem Aufbau. Ja, ich bin mal gespannt. Muss ich jetzt die Pistol Round holen? Ja, die ist halt wichtig, ne? Also wenn die jetzt die Piste ja, nicht holen, ist ein bisschen, oder? Ja, dezent. Elementar wichtig. Ja, machen. Oh, Mistral pusht direkt gegen. Ja, das ist auch das Beste, was sie machen können, da jetzt als CT. Die weiblichen HW mit der Bombe zeigen. Der falschen Mitte und fällt genau. Mit der Bombe in der falschen Mitte. Oh nein! Ja, Sachen, die nicht passieren dürfen, trotzdem jetzt noch die Frags bei United. Oder? Mistral. Noch zu zweit. Anesti hat die Bombe. Anesti macht da eigentlich einen guten Move. Hat sie nicht gehört? Das hat sie nicht gehört. Turn around. Oh! Ach du Kacke. Ein letzter Die. Da-dum. Oh. Oh. Dein noch und jetzt ist es nur noch Nasty. Und die müsste eigentlich, wenn sie jetzt ganz clever ist, geht sie schon auf B. Ich glaube nicht, dass Dai das so auf dem Schirm hat, dass Nasty da B geht. Oh je. Oh Gott, oh Gott, oh ich hätte, Gott, oh Gott. Ich wäre nicht. Oh aber, Gott. Aber Nasty, ja, aber sie hat das nicht so auf dem Schirm gehabt. Und sie verliert oh, das Duell. Das macht sie aber auch nicht gut, Nasty. Sie muss da eigentlich sofort in die Ruine rein oder sich erstmal verstecken, weil es ist doch klar, dass sie jetzt durchschlägt. So wie sie durchgast. Rechnet sie nicht mit. Das war nicht gut von Nasty. Ja, und damit Piste an United. Auf geht's. Ist noch alles drin. Ja, klar.
B-Feld. Er stirbt. Wenn ich mit der Bombe noch C treffe, kommt er nicht weg. Ich möchte nicht weg. Scheiße, stirbt gegen Nasty. Nasty aber noch mit 6 HP. Wird auch nicht mehr viel anrichten können. Tadam. So, Mitte Push jetzt von Mistra. Wieder. Oh Gott. HW an der T-Treppe. HW, get down. Er ist noch mit dem Headshot. Oh je. Boah, ist ein Geschieß hier. Aber ja, schöne Eco trotzdem. Ja, wieder drei Waffen weggeholt. Knapp. Oh Mann. So, und jetzt mal schauen. Series mit der Autosniper. Einen guten Spawn eigentlich für Mitte. Und Mistra pusht wieder Mitte runter. Und das geht auf. Das geht auf. Ellie alleine im Teppich drin. Ja, B. Und da ist die 14. Runde. Ach Gottes Willen. Ah, das ist so traurig. Ja, man würde so gerne einfach so dahinter stehen und einfach mal so. Hey. Komm. Es jetzt aber. Gibt Leuten, denen geht's schlechter. Genau. Ich kenne gerade nur keine. So, die Terroristen waren Richtung B. Series steht da mit gut der im Baum. Pose, ja. Ihre Snipse. Snipse? Warum ist das noch? Oh Gott. Ein Zerschießen von Alex. Ah, Jesse kommt noch. Series macht sie. Draw ist sicher, beziehungsweise Overtime ist sicher. Ja, wie, ich meine, dass die mir das sich jetzt nicht mehr aufraufen für die letzte Runde, da kann man immer viel Verständnis für. Jetzt 10 Runden am Stück holen. Fahren jetzt aber lang durch. Und es wird sogar aufgehen. Lang ist im Moment keiner sein. Eine Doppeldeckung und kurz. Und was haben wir noch im Crack? Ja, Onspot geht auch down. Ellie. Ah. Ist die? Ja. Alles drin. Amelie ist auch schon da. Den Frag gegen Potter, die muss da gar nicht facen. Oh, das dürften sie jetzt gar nicht abgeben. Und die Smoke fliegt ein bisschen weit. Ne, die fliegt zwar ganz gut. Sanktas ist komplett weggesmoked, sehr schön. Ne, das sieht auch. Und Amy macht oh, den auch noch. Oh Gott. Und Bombe liegt verdeckt, ne? Ah, traurig. Alex, move da falsch. Ja, aber macht noch. Und macht damit das 16 zu 5 klar. Für Mystery Gamer auf der ersten Map, das ist, glaube ich, der Genickbruch jetzt erstmal. Also, das kann ich mir nicht anders vorstellen.